Ein Wiedersehen mit legendären Austria-Salzburg-Spielern gab es am Donnerstag auf historischem Boden. Zum 80. Geburtstag von Austria-Salzburg präsentierten die Journalisten Hannes Cavagna und Michael Smejkal ein Buch zur Geschichte des Vereins. Als Ort diente die neue Stadtbücherei in Salzburg-Lehn, die ja dort errichtet wurde, wo früher das alte Lehner Stadion stand. Das Buch beinhaltet die eine oder andere Geschichte, die auch eingefleischten Salzburg-Fans noch nicht bekannt ist. Die Gnade meiner frühen Geburt sozusagen hat mir instand gesetzt, auch mit den Gründungsmitgliedern intensiven Kontakt zu haben. Und von daher habe ich natürlich sehr viel so Wissen auch um die Zeit, also wie es wirklich intern bei denen zugegangen ist, also über die historischen Faktenlage, die man überall nachlesen kann hinaus, also persönliche Geschichten viel zu erfahren, und die sind schon drin im Buch, und das ist, glaube ich, macht auch irgendwie den Reiz des Buches aus. So ein Abend bietet natürlich Gelegenheit, sich über die schönsten Erinnerungen an die alte Austria auszutauschen. Nicht nur eine, ich habe tausend Erinnerungen, was ich mit der Austria verbinde, und es waren so viele schöne Momente, ich wüsste jetzt gar nicht, auf was ich da jetzt rausfiltern würde. Die vielleicht drei schönsten Momente sind auf der einen Seite das Heimspiel gegen Sporting Lissabon, wo ich das 2:0 erzielt habe, dann gleich anschließend im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt zu Hause in Wien, wo wir 1:0 gewonnen haben als Torschütze, und sicherlich dann unterm Strich das Finale 1994 gegen Inter Mailand. Ein Hollywood-Film-Märchen kann man nicht so schreiben, was da passiert ist. Wir haben die zwei Spiele geschafft und sind noch reingerutscht ins mittlere Playoff. Und ich bin 5 Stunden vor dem ersten Match gekommen, habe mit der ersten Ballberührung das Tor des Jahres geschossen. Es wurde zum Tor des Jahres gewählt. Nur dazu haben wir gewonnen. Dann war das zweite Match und ich habe einen Ausgleich geschossen. Der Kurbe hat das 2:1 in der 92. Minute geschossen. Deswegen waren wir überhaupt im mittleren Playoff oder im oberen Playoff oder ich weiß nicht mehr wo. Dann sind wir aufgestiegen. Das war ein berühmtes Spiel gegen Spital, wo wir in 93. Minute 2:1 geschossen haben und natürlich mein Tor, der praktisch Aufstieg ermöglicht hat in erste Liga. Ich bin 1946 von Sportclub zur Austria gegangen. Aber ich habe noch mit 3 oder 4 gespielt, die bei der Zusammenlegung waren. Also mit so älteren Herren. Ich war ein Typ mit 19 Jahren. Ja. Nee, da im Lehner Stadion, was wir überreicht haben, den Pokal für den Torschützenkönig für den österreichischen, und wo ich dann ausgegangen bin und auf die Tribünen ein bisschen aufgeschaut habe und den Pokal herzagt habe. Und das war so ein Moment, der mir eigentlich nie in Vergessenheit geraten ist. Und eine schöne Erinnerung hat auch Hannes Cavagna, und die hängt mit diesem Leiberl zusammen. Zu dem Leiberl gibt es zu erzählen, dass der Hans Krankl das Leiberl mit der Nummer 19 getragen hat im zweiten Spiel nach seiner überraschenden Verpflichtung im Herbst 88 gegen Spital. Bei dem Match, das eigentlich gar nicht stattfinden hätte, dürfen wir auf diesem Boden. Und das hat er dann nach dem Spiel mir verehrt mit einer schönen Widmung, ja, die da draufsteht und mit den Spieldaten. Und das durfte bei mir nie gewaschen werden, weil der heilige Schweiß durfte nicht abgewaschen werden. Meine Frau, die da steht, ärgert sich heute noch, aber es stinkt nicht, es ist ja nicht vermodert, die Schrift ist ein bisschen verblasst, aber sonst passt alles.